Kann ich erstmal Chaos stiften? Womit? Ich liebe es, Chaos zu stiften. Weil ihr alle so verstreut sitzt, können wir nicht alle... Zusammenrücken. Die Elbphilharmonie ist bestenfalls zu zwei Dritteln gefüllt. Ausgerechnet bei Marius Müller-Westernhagen. Westernhagen, die Legende. Theo gegen den Rest der Welt. Freiheit, sexy, wieder hier. Sein Leben ist auch das Leben seiner Fans. Was bedeutet Ihnen Westernhagen? Westernhagen bedeutet mir sehr viel. Er hat meine Jugend begleitet und bis ins hohe Alter. Ich bin auch schon über 60 und er wird nun 75 nächstes Jahr. Ich bin nicht immer großer Fan geblieben. Ich glaube, er war nie geschwollen und schwülstig, sondern hat irgendwo so die normale Straße, Sprache der Straße getroffen und gesprochen. Und das war, glaube ich, so für uns Jugendliche auch einfach nahbar. Wir kommen aus Thüringen, sind wir angereist extra heute wegen diesem Event. Weil Westernhagen wirklich eine wichtige Rolle spielt anscheinend. Ja, wie gesagt, wir durften ja kein Westfernsehen sehen. Wir haben es trotzdem gesehen. Und die Filme, die er gemacht hat, die waren eigentlich für uns Jugendliche in der DDR, die waren bestimmt mit Freiheit, Stückchen Freiheit. Freiheit. Gesungen wird an diesem Abend nicht. Westernhagen erzählt aus seinem Leben. Über 30 Jahre davon war er in Hamburg. Die Musik im Onkel Pö habe ihn geprägt. Privat hört und mache er Musik nur, um sich auf Auftritte vorzubereiten. Meine Frau, die singt den ganzen Tag und ich habe ihr auch schon gesagt, also selbst Maria Callas würde ich nicht ertragen, 12 Stunden am Tag. Und ich will Leute einfach nicht stören. Das ist einfach meine Natur. Das will ich nicht. Aber du musst vor Natur, fange ich schon Monate vorher an, wieder zu singen und jeden Tag zu singen, weil das ist wie so ein Muskel, du musst es trainieren, genau wie du jedes Instrument dauernd spielen musst, um es richtig gut zu beherrschen. Wie er im Training ist, kann man im Mai 2024 auch beim Konzert in Hamburg hören. Da läuft der Vorverkauf, anders als gestern, richtig gut.